Hallo, vielen Dank für die Einladung. Falls es jemand interessiert, ich kann da später noch was zu sagen, warum das jetzt ehemalige Marx-Gesellschaft heißt, warum die sich im März aufgelöst haben. Worüber ich heute reden soll, ist dieses Kapitel 24 im Kapital zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation. Und da geht es, ich will das so machen, dass ich, also der Auftrag war ja, zu entwickeln, wie kommt der Marx dahin, dass er das an dieser Stelle diskutiert, wie ist das historisch, an welchen Beispielen kann man das festmachen und dann zum Schluss nochmal zur Diskussion stellen, zum einen die Interpretation dieses Kapitels, beziehungsweise der Versuch, das, was da abgehandelt wird, irgendwie auf heute zu übertragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das würde ich gerne am Ende diskutieren, genauso wie diesen Ausblick, den der Marx da am Ende macht, der viel zitiert wurde, weil da was steht von der Notwendigkeit eines Naturgesetzes, da irgendwas vielleicht zugrunde geht oder so, und da könnte man darüber diskutieren, ist das eine Voraussage oder was hat das für einen Stellenwert, dieses Argument. Ich denke, es geht in dem ganzen Kapital immer um das Verhältnis von Theorie, Kritik und auch Geschichtlichkeit der Verhältnisse. Es handelt sich hier, das hat wahrscheinlich Herr Ingo ja auch schon gesagt, bei dem letzten Vortrag um Darstellung als Kritik. Das heißt, es geht darum, das Kapitalverhältnis, eine Gesellschaft und kapitalistischer Produktionsweise zu begreifen, indem man sie kritisiert. Damit hat man von vornherein eine andere Perspektive, als es die politische Ökonomie hat, also diese bürgerliche Wissenschaft vom Kapitalismus. Ich sage jetzt mal Kapitalismus, dieses Wort kommt bei dem Marx so gut wie gar nicht vor, sondern er redet immer nur von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise. Ich glaube, das macht er auch deshalb, weil ihm diese Einteilung in so historische Epochen irgendwie auch nicht ganz, also das ist dem Denken, glaube ich, eher fremd. Insofern glaube ich, dass das der Grund ist, dass er gar nicht davon redet, von Kapitalismus, sondern eben von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise, die eben durchaus auch sich noch in Transformation befinden können, die noch irgendwie historische Momente mitschleppen, die aus vergangenen Zeiten kommen, die vielleicht schon auf dem Weg sind in eine andere Gesellschaft. Also ich glaube, das können wir später dann diskutieren, warum solche Epocheneinteilungen da vielleicht nicht so sinnvoll sind. Auch wenn es hier um Geschichtlichkeit geht, denke ich, ist es aber nicht, oder was heißt denke ich, also es ist ja augenscheinlich, wenn man das Buch liest, es ist keine Geschichte des Kapitalismus. Ja. Dieses Buch fängt nicht an mit den feudalen Zerwürfnissen und dem Zerfall der feudalen Gesellschaft und entwickelt dann langsam die Anfänge des Kapitalismus, sondern das fängt anders an, komme ich gleich nochmal drauf. Es geht von vornherein immer nur um Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise. Es gab historisch Lesarten, die das so gelesen haben, als ob die Kategorienabfolge, wie man sie hier findet, irgendwie auch eine historische Parallele hätte. Also als ob es Gesellschaften gegeben hätte, in denen nur die einfache Wertform geherrscht habe oder dann die entwickelte und dann die einfache Warenproduktion. Und dann die nächste historische Epoche wäre dann die mit der kapitalistischen Produktion. Ich denke, das ist grundverkehrt, so kann man das definitiv nicht lesen, gibt überhaupt keine Anhaltspunkte, dass das irgendwie Sinn machen würde, diesen Text so zu lesen. Marx sagt es auch in so methodischen Anmerkungen, ja, dass die historische Abfolge der Kategorien, wie sie historisch erscheinen, nicht die ist, wie er sie im Kapital diskutiert. Es ist dennoch kein unhistorisches Buch, das Kapital. Unhistorisch, so wie vielleicht die bürgerliche Ökonomie unhistorisch ist, die ja letztlich eigentlich die bürgerliche Gesellschaft immer für eine ewige erklärt, für eine natürliche. Ja, die heutige bürgerliche Ökonomie ja noch viel schlimmer als die zu Marxens Zeiten. Also Adam Smith kannte ja noch irgendwie sowas wie eine Geschichte, eine Vorgeschichte vor der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist ja heutiger Ökonomie völlig fremd. Die tun ja einfach so, als ob immer schon alle Welt, alle Gesellschaften, alle Menschen bürgerliche Individuen gewesen seien.
Also, und am liebsten verlängert man es noch in die Natur zurück. Also, man entdeckt dann auch bei den Affen schon irgendwelche Äquivalenten-Täusche und sowas. Das macht der Marx definitiv nicht, sondern die Historie kommt da ja schon dadurch rein, dass völlig klar ist, eine Wissenschaft wie die politische Ökonomie gibt es erst mit dem Kapitalismus. Es gab vorher keine politische Ökonomie. Es gab überhaupt nicht irgendwie eine ökonomische Lehre. Es gab Religion, Theologie und alles Mögliche an Vorstellungen. Aber dass sich sowas überhaupt als Wissenschaft herausbildet, ja, steht irgendwo hier auch auf Seite 386. Brauchen wir aber den Marx gar nicht dafür. Man kann sich ja einfach die historischen Schriften anschauen. Es gibt sowas gar nicht. Also, wenn man also eine Kritik der politischen Ökonomie schreibt, ist man per se, hat man sich historisch situiert und sagt, ich kritisiere hier etwas, was Modernes ist, was mit der bürgerlichen Gesellschaft erst entstanden ist. Und er denkt das wiederum auch nicht so, dass so in der Weise unhistorisch, dass hier die reine Struktur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die reine Struktur des Kapitals erläutert wird, ohne alle historischen Entwicklungen. Sondern ich denke, was der Marx macht, ist, er stellt alle diese Kategorien selbst auch dar als soziale Verhältnisse und damit immer auch als historisch entstanden. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Argument, diese Verhältnisse als historisch entstandene zu begreifen und diese ganze Gesellschaft als eine, die auch permanent in Bewegung ist, qua Kapitalverhältnis, aber eben das auch nicht irgendwie rein ökonomistisch gedacht, sondern dass das immer auch ein soziales Verhältnis ist. Dieses Kapitalverhältnis muss immer wieder durchgesetzt werden. Das gelingt mal einfacher und mal schwieriger. Und das ist immer eine Form von sozialer Auseinandersetzung. Das hat natürlich dann auch Bedeutung, dass die Geschichte dann eben auch nach vorne offen ist. Also für den Marx, für die bürgerliche Ökonomie natürlich nicht. Die bürgerliche Ökonomie ist in der Perspektive geschrieben, den Kapitalismus möglichst krisenfrei zu gestalten und damit zu verewigen. Ja? Möglichst irgendwie die Wissenschaft, diese Wissenschaft soll den Zweck haben, zu gucken, was macht die Krisenhaftigkeit aus, wie können wir diese Krisen vermeiden, damit diese Gesellschaftsordnung für ewig weiter existieren möge. Das ist natürlich nicht die Perspektive von dem Marx, sondern es geht darum, die abzuschaffen, diese Gesellschaft. Also es ist nach hinten wird hier ein Entstehen diskutiert und nach vorne muss das Ding hier mal wegkommen. Und nach vorne wird eine Offenheit mitdiskutiert immer. Ja? Wir können uns dann am Ende von diesem Kapitel angucken, inwiefern diese Offenheit, ob er da nicht dann doch eine Prophezeiung gemacht hat oder nicht. Herr Marx. Also ob er dann doch letztlich, was ich denke, was er nicht beabsichtigt hatte, Marx war kein Geschichtsphilosoph. Ja, auch wenn das viele Kritiker oder auch Marxisten von dem Marx behaupten, er ist kein Geschichtsphilosoph. Er hat nicht den Schlüssel zur Geschichte. Das schreibt er irgendwann auch mal in einem Brief, wo er gefragt wurde, ob denn jetzt die russische Gesellschaft erst kapitalistisch werden müsse, bevor sie sozialistisch werde. Und da diskutiert er das irgendwie immer hin und her. Und da kommen dann diese schönen Passagen, wo er über sein eigenes Verständnis spricht und sagt, ich habe keinen Schlüssel zur Geschichte. Ja? Ich kann das erstmal so nicht beantworten. Die Gesellschaft, die ich untersucht habe, hat diesen Weg so gemacht. Ja? Aber daraus kann man keinen Schlüssel zur Geschichte entwerfen. Der würde ja dann heißen, jede Gesellschaft muss diesen Durchgang machen durch den Kapitalismus, um sich dann irgendwie zu emanzipieren und zu was anderem zu kommen. Ja, woher will man das wissen? Da wäre er sehr vorsichtig gewesen. So, was macht er denn jetzt, der Marx, im Kapital? Er geht aus von entwickelten kapitalistischen Verhältnissen, würde ich sagen. Mit dem ersten Satz geht er davon aus und fragt dann mehr oder weniger auch immer ein Stück zurück. Das heißt, man muss eigentlich immer dieses Kapital auch so lesen. Man liest so ein Buch natürlich von vorne nach hinten, ne? Also in der Regel zumindest. Ja.
Muss aber gleichzeitig sich immer gewahr sein, dass das auch immer so ein Stück ein Zurück ist. Ja, also wie erscheint Reichtum in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise? Sie erscheint als ungeheure Warenansammlung. Und dann kommen ja erstmal so ganz simple Fragen, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass in einer Gesellschaft Reichtum so erscheint? Auf der einen Seite so abstrakt als Warenansammlung, nicht als was Bestimmtes, sondern als was ganz Abstraktes. Wie kann das sein, dass diese Produkte als Waren erscheinen, die dann als Äquivalente getauscht werden? Also das sind ja dann diese Anfangsbestimmungen, die er dann macht in der einfachen Zirkulation, als da wären Freiheit, Gleichheit gedacht als Äquivalententausch. Es wird in der bürgerlichen Zirkulation Gleiches gegen Gleiches getauscht. Eine elementare Grundprämisse der bürgerlichen Gesellschaft, was wieder natürlich eine historische Reminiszenz ist, ja, das ist im Mittelalter, ist diese Vorstellung nicht wirklich verbreitet vom Äquivalententausch, dass eine Gesellschaft überhaupt so konstruiert ist, dass alles, was dort gekauft und verkauft wird, die Zirkulationsformen auf Äquivalententausch basieren, ist etwas historisch Entstandenes. Das war vorher anders. Wenn da überhaupt getauscht worden ist, wenn da nicht die Produktion und die Distribution ganz anders organisiert war als jetzt eben per Tausch, dann diskutiert er ja dieses Moment von Wert und Geld. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also er kommt ja dann über die Wertdiskussion zu der Notwendigkeit des Geldes. Und das Geld ist zum einen ein Moment, das bestimmte Wertverhältnisse verschleiert, andererseits auch die Möglichkeit der Verselbstständigung bietet, damit immer schon auch krisenhafte Momente. Aber wenn er am Wert diskutiert, dass der irgendwie mit Arbeit zusammenhängt, dann ist auch das etwas Historisches, was er hier macht. Ja, das ist auch nicht in allen Gesellschaften so, sondern damit nimmt er ja auf die Debatte, die mit, ich würde sagen, mit John Locke angefangen hat, und dann eben von Adam Smith und Ricardo aufgenommen worden ist. Nämlich die Debatte, dass Arbeit Eigentum schafft. Auch eine Grundprämisse, würde ich sagen, bürgerlicher Gesellschaft. Das war vorher anders. Eigentum ist anders erklärt worden. Vor John Locke. Also vor dem, sagen wir mal, vor dem 17. Jahrhundert. Das war das Moderne an John Locke, dass er gesagt hat, vollkommen ideologisch natürlich, komme ich gleich drauf, wie der Marx das dann kritisiert, aber dass es die ideologische Vorstellung dieser Gesellschaft ist, Arbeit, also Eigentum entsteht durch Arbeit. Das nimmt ja dann auch der Smith auf und der Ricardo. Daraus wird dann ökonomisch die Arbeitswerttheorie entwickelt. Das sind so die Anfangsmomente, die man hat, wenn man über Kapital, über kapitalistische Gesellschaften redet. Und zugleich muss er, das nimmt er von dem Ricardo auf, zugleich das Phänomen des Profits. Des Profits und der Konkurrenz. Das taucht natürlich alles am Anfang da erstmal noch gar nicht auf, ist aber, würde ich sagen, mit dieser Gesellschaft, in der die Reichtum als Warenansammlung erscheint, gesetzt. Das ist eine Gesellschaft, die aus allem bei Strafe des ökonomischen Untergangs Profit machen muss. Und die Frage ist ja, wie geht das denn zusammen? Kann man irgendwie immer Profit machen und gleichzeitig Äquivalente tauschen? Ist das nicht Betrug? Ja, mit Betrug lässt sich das schwer erklären. Und, da gerät man in logische Zirkel. Wie? Den Ricardo juckt das irgendwie gar nicht. Für die ist das gar kein Problem, für die bürgerliche Ökonomie glaube ich auch nicht. Aber für den Marx ist das ja ein Problem. Ja, wie kann man das erklären? Und dann macht er ja diesen langen Durchgang hier im Kapital über die Zirkulation hinaus, sagen, wir müssen eine Ware finden, die die Kompetenz hat oder die Potenz hat, mehr Wert zu schaffen, als sie selbst wert ist. Und das ist dann die wahre Arbeitskraft und dann wird das entwickelt. Und das ist, denke ich, dann für hinten dieses Kapitel zentral, weil die These ja hier dann ist, Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise, die davon lebt, dass sie permanent
Mehrwert schafft oder Profit dann als Geldgestalt. Die kann es nur geben, wenn es systematisch Lohnarbeit gibt. Nicht nur irgendwie an den Grenzen von der Gesellschaft oder mal ein paar wenige, sondern wenn die gesamte, mehr oder weniger gesamte Gesellschaft Lohnarbeit betreibt. Nur dann lässt sich systematisch Profit erwirtschaften innerhalb dieser kapitalistischen Verhältnisse. Und was er dann macht, ist ja irgendwie auf den, in den weiteren Kapiteln irgendwie über den Mehrwert zu reflektieren und wie kann man dann den Mehrwert erhöhen. Man kann den Arbeitstag verlängern, das wäre die absolute Mehrwerterhöhung. Oder aber man kann den relativen Mehrwert erhöhen. Das würde bedeuten, man muss die Zeit verkürzen, in der die Arbeitskraft sich selbst reproduziert, sodass man sozusagen mehr Arbeit abschöpfen kann. Das heißt aber wiederum der Zwang dazu, die Produktionsweise weiter zu ändern. Ja? Das diskutiert er ja dann, die Länge und die Breite, nennt das dann auch formelle und reelle Subsumption. Also die formelle Subsumption unter das Kapital wäre, der Zweck der Produktion ist inzwischen zwar kapitalistisch, sind auch Lohnarbeiter und so weiter, aber die Produktionsweise selbst, also wie die Gegenstände hergestellt werden, das hat sich noch nicht groß verändert im Vergleich zu vorkapitalistischen Zeiten. Das wäre so nur eine reelle Subsumption unter das Kapital. Das hat aber relativ enge Grenzen, wenn erstmal diese Dynamik in Gang gesetzt ist und dann folgt zwangsläufig eigentlich auch sowas wie die reelle Subsumption unter das Kapital. Und damit meint er, der gesamte Produktionsprozess, alles wird kapitalistischer Logik unterworfen. Ja, er wird umstrukturiert nach kapitalistischen Zwecksetzungen. Und historisch diskutiert er das dann hier an der Veränderung von Manufaktur in große Industrie. Ich würde gern später dann nochmal mit euch darüber diskutieren, ob nicht wir solche Prozesse im Moment erleben, auch in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel ans Bildungswesen oder ans Gesundheitswesen denkt, ja, dass da bestimmte Bereiche, die allenfalls formell unterworfen sind, jetzt reell auch dem kapitalistischen Logik unterworfen werden. Das heißt aber, dass die Leute vorher schon Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen sind, und dass sich jetzt erstmal nur die Art und Weise, wie sie produzieren, ändert. Nachdem er das diskutiert hat im Kapital, diskutiert er ja dann die allgemeinen Gesetze des Akkumulationsprozesses des Kapitals. Und da kommt dann eine, ich wollte gucken, wo das ist, genau. Leider ist viel zu selten diskutierte Passage, wo er nochmal auf das eingeht, was ich da am Anfang gesagt habe, nämlich auf die bürgerlichen Ideale, auf die Ideale von John Locke und Adam Smith und auf die Ideale, die jetzt immer noch irgendwie zentral sind für bürgerliche Gesellschaft, nämlich auf den Äquivalententausch. Und sagt dann, nachdem wir uns das jetzt alles betrachtet haben, stellt sich uns das jetzt anders dar. Ja? Es stellt sich uns jetzt so dar, dass, ich zitiere das jetzt mal hier aus dem Kapital, das Verhältnis des Austauschs zwischen Kapitalist und Arbeiter wird also nur ein dem Zirkulationsprozess angehöriger Schein, bloße Form, die dem Inhalt selbst fremd ist und ihn nur mystifiziert. Zentrale Kategorie für den Marx, ja, dass also immer die Verhältnisse mystifiziert werden. Der beständige Kauf und Verkauf der Arbeitskraft ist die Form. Der Inhalt ist, dass der Kapitalist einen Teil der bereits vergegenständlichen fremden Arbeit, die er sich unaufhörlich ohne Äquivalent aneignet, stets wieder gegen größeres Quantum lebendiger fremder Arbeit umsetzt. Ursprünglich erschien uns das Eigentumsrecht gegründet auf Arbeit, so wie er angefangen hat. Ja. Wenigstens musste diese Annahme gelten, dass sich nur gleichberechtigte Warenbesitzer gegenüberstehen. Das Mittel zur Aneignung fremder Ware aber nur die Veräußerung der eigenen Ware und letztere nur durch Arbeit herstellbar ist. Das ist die Grundannahme von bürgerlicher Ideologie. Eigentum erscheint jetzt, sagt er, also jetzt, nachdem wir den Arbeits- und Verwertungsprozess uns angeguckt haben und begriffen haben,
wie das funktioniert. Eigentum erscheint jetzt auf Seite des Kapitalisten als das Recht, fremde, unbezahlte Arbeit oder ihr Produkt, auf Seiten des Arbeiters als Unmöglichkeit, sich sein eigenes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen Konsequenz eines Gesetzes, das scheinbar von ihrer Identität ausging. Das ist seine Form der Kritik an diesen bürgerlichen Vorstellungen. Und dann sagt er weiter, so sehr die kapitalistische Aneignungsweise, also den ursprünglichen Gesetzen der Warenproduktion, ins Gesicht zu schlagen scheint, so entspringt sie doch keineswegs aus der Verletzung, sondern im Gegenteil aus der Anwendung dieser Gesetze. Das heißt, die These ist, Mehrwert, Profit und so weiter sind nicht eine Verletzung von Äquivalententausch, sondern wenn eine Gesellschaft durchgehend von Äquivalententausch bestimmt ist, kann sie das nur sein, wenn ihre Grundlage kapitalistische Produktionsweise ist und damit die Aneignung unbezahlter Arbeit, Herrschaft und Verhältnisse, wo Arbeit genau nicht zu Eigentum führen. Das, was die Arbeiter und Arbeiterinnen produzieren, gehört ihnen ja nicht. Es gehört den Kapitalisten, weil die ja ihr eigenes Eigentum anwenden, wenn sie die Arbeitskraft anwenden. So. Damit ist man aber auch schon in dem Zirkel der kapitalistischen Akkumulation drin, den er dann als nächstes beschreibt und sagt, so, jetzt haben wir das irgendwie alles begriffen und wir haben festgestellt, dass wie Geld in Kapital verwandelt wurde, durch Kapital Mehrwert, aus Mehrwert mehr Kapital gemacht wird, indes setzt sich die Akkumulation des Kapitals den Mehrwert, der Mehrwert die kapitalistische Produktion, diese aber das Vorhandensein größerer Massen von Kapital und Arbeitskraft in den Händen von Warenproduzenten voraus. Diese ganze Bewegung scheint sich also in einem fehlerhaften Kreis herumzudrehen, aus dem wir nur herauskommen, indem wir eine der kapitalistischen Akkumulationen vorausgehende ursprüngliche Akkumulation annehmen. Also er ist jetzt in der Darstellung an dem Punkt, wo er sagt, jetzt muss eine geschichtliche Betrachtung hier hereinkommen, sonst machen wir eigentlich denselben Fehler, den die bürgerliche oder die betreiben dieselbe Ideologie, die die bürgerliche Ökonomie betreibt. Ja, also wenn wir uns damit jetzt zufrieden geben, dann sind wir in diesem Zirkel drin. Dann erklären wir aber nicht mehr, dass das irgendwie entstanden ist und dann haben wir auch keine. Also von weder Entstehen noch Vergehen werden wir dann thematisieren, sondern dann begreifen wir das Kapitalverhältnis als einen Zirkel, der immer weiter in sich kreist. Ja. Das macht er nicht hier an der Stelle und will gegen die bürgerliche Geschichtsschreibung, gegen die bürgerliche politische Ökonomie zeigen, dass die Entstehungsgeschichte des Kapitals nicht in diesen Formen der Akkumulation vonstatten geht, von Äquivalententausch von Verhältnissen, wo es so erscheint, als ob Arbeit Eigentum schafft. Und nicht mit diesem stummen Zwang der Verhältnisse, sondern da kommt sein Argument gegen die bürgerliche Ökonomie, die das alles immer sehr idyllisch darstellt, ja, und als Sündenfall, die Leute, da müsste es halt Faule gegeben haben und die Leute waren eben nicht fleißig genug und deshalb hat sich das so auseinanderentwickelt, ja, weil sie immer irgendwie versuchen müssen, eigentlich ihre Eigentumserklärung aufrechtzuerhalten, ja, und dann kann man das eigentlich nur machen, indem man sagt, naja, offensichtlich ist es im Moment ja so, dass es Leute gibt, die Eigentum haben und andere nicht, dann muss es da irgendwie mal einen Sündenfall gegeben haben oder müssen die irgendwie faul sein, dass es ihnen nicht gelungen ist, Eigentum zu schaffen. Also er sagt dann am Anfang von diesem 24. Kapitel, um das es ja heute geht, diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite,
Vielleicht denkt man da ein bisschen an Max Weber. Und auf der anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen. Die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei, so kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letzteren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch alle Arbeit zum Trotz nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Solche fade Kinderei, sagt er jetzt, hat Cautertier zum Beispiel noch mit staatsfeierlichem Ernst zur Verteidigung des Eigentums den einst so geistreichen Franzosen vor. Aber sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel, so nennt er bürgerliche Geschichtsschreibung, den Standpunkt der Kinderfibel, als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrscht von jeher die Idylle. Recht und Arbeit waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel, natürlich mit jedesmaliger Ausnahme von diesem Jahr. In der Tat sind die Methoden der modernen, der ursprünglichen Akkumulation alles andere nur nicht idyllisch. Man ist jetzt in der Darstellung hier an dem Punkt angelangt, wo er sagt, das muss eine Vorgeschichte haben, und dieses Muss, diese Notwendigkeit ist jetzt keine, so wie das manche Marxisten, aber auch Kritiker von Marx behaupten, das ist kein Muss und keine Notwendigkeit, die von sozusagen von dem Anfang eine Notwendigkeit zieht bis heute. Also die sagt, es war notwendig in der Geschichte, dass es zu Kapitalismus kam. So habe ich es in meinem Geschichtsunterricht in Bayern gelernt. Ja? Also vom, die Marx würde sagen, vom Spartakusaufstand bis zu den Bauernkriegen und so weiter, war das irgendwie notwendig, dass sich das so entwickelt bis zum Sozialismus. Ich würde sagen, das ist nicht die Marx'sche Lesart, sondern die Notwendigkeit ist allenfalls so zu denken, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Kapitalismus. Und wir wissen, dass es in den Ländern, wo es heute Kapitalismus gibt, früher andere Ordnungen, Gesellschaftsordnung, ökonomische, politische Ordnung gab. Es gab eine feudale Gesellschaft. Es gab in der Antike ganz andere Regeln. Darüber haben wir Bücher, das wissen wir. Ja. Aber heute haben wir Kapitalismus. Also muss irgendetwas passiert sein mit Notwendigkeit, dass sich die Verhältnisse bis dahin entwickelt haben. Es ist aber immer ein Muss, was zurückfragt. Ja? Also was muss notwendig kaputt gegangen sein, damit sich sowas wie Kapitalismus entwickeln konnte? Weil er Marx kennt, das macht er in anderen Schriften, durchaus Gesellschaften, die sich eben nicht kapitalistisch entwickeln. Diese Auflösungsmomente, die die Feudale hat, nicht haben, die vielleicht zugrunde gehen, aber die nicht diesen Gang machen. Also nur so, würde ich sagen, kann es eine Notwendigkeit geben, die zurückfragt und sagt, was muss da passiert sein, damit es heute Kapitalismus gibt. Und was muss da gewesen sein? Es muss mindestens Geld gegeben haben, und es müssen die Leute gezwungen worden sein zur Lohnarbeit. Also sie müssen irgendwie freigesetzt worden sein. In einer Gesellschaft, wo jeder irgendwie ein Stück Land hat und vor sich hin irgendwie subsistenzwirtschaftelt mit anderen Leuten zusammen, der überhaupt nicht gezwungen ist, irgendwie groß was zu kaufen. Können wir uns jetzt kaum vorstellen, aber wie soll man den zur Lohnarbeit zwingen, wenn der da seinen Dings bestellt, sein Feld, womöglich noch irgendwie im Dorf miteinander, ja, das alles mag kein Idyll sein und keine freie Gesellschaft, dass ich da nicht missverstanden werde. Aber so jemand ist nicht gezwungen zur Lohnarbeit. Zur Lohnarbeit ist man nur dann gezwungen, wenn man eben diese Möglichkeit nicht mehr hat. Wenn man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, irgendwie an Kohle zu kommen, weil die Wohnung Geld kostet, weil das Essen Geld kostet, weil alles irgendwie Geld kostet. Und weil es keinen anderen Weg gibt als über Lohnarbeit. So. In diese Situation muss man aber Leute erstmal bringen. Und das fängt er dann an, hier die Länge und die Breite zu diskutieren. Das ist dann, sind dann sehr ausführliche historische Beschreibungen, wo
ich nochmal betonen würde, auch hier wird nicht die Geschichte des Kapitalismus in Gänze geschrieben. Ja, also man könnte sich jetzt sofort sich melden und sagen, ja, aber der Marx hat doch vergessen, das zu berücksichtigen. Und das hat er auch nicht gesagt. Das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist hier nicht eine, die Geschichte des Kapitalismus hier in Totalität oder sowas zu schreiben, sondern was er hier machen will, ist, sind rauszuarbeiten, und zwar an einem exemplarischen Beispiel, er macht es an England, wie sich da was verändert haben muss, damit dann Kapitalismus greifen kann, kapitalistische Produktionsweise. Wie sind da Verhältnisse entstanden, die doppelt freie Arbeit und Geld in größeren Ansammlungen ermöglicht haben? Das ist dann die Frage. Und das kann man sich hier durchlesen, also geht es dann um die Entvölkerung des Landes, diese Einhegungen, von denen da in England immer geschrieben wird, oder Thomas Morris zum Beispiel in dem Utopia schreibt, das ist schon im Jahr 1549, wo der Thomas Morris schreibt, 1516, das wäre ein seltsames Land, das wäre ein Land, wo die Schafe die Menschen fressen. Ja, das ist ja die Ausgangsfrage von der Utopia. Und dann wollen die ja eine andere Gesellschaft machen. Warum fressen da die Schafe die Menschen? Das ist eine versteckte Kritik, ja, an diesen Einhegungen, die darin bestanden haben, dass man mit Schafswolle mehr Geld machen konnte. Ja. Also hat man die Leute vertrieben von ihrem Land und hat dort Schafsherden angesiedelt, um dann eben aus Schafswolle Tuch zu machen und das zu verkaufen. Das heißt, in dieser naiven Wahrnehmung dieses Religiösen, ja, war das so, die Schafe fressen die Menschen hier. Ja, gibt's irgendwie so Buchcover, die dann so aussehen, wo dieses Schaf da am Teller sitzt und dann liegen die Menschen, futtert sie. Das beschreibt er hier, und er beschreibt dann irgendwie, wie sich staatliche Gesetze geändert haben müssen, wie sich überhaupt Staatlichkeit herausgebildet hat, die es bis dahin ja auch nicht gab. Ja, ich glaube, das ist auch ein unterschätzter Teil hier, bezogen darauf, was der Marx zu Staatlichkeit sagt. Das taucht bislang ja noch nicht auf, Staat. Staat wäre Thema von Buch 5 oder so, oder Buch 4 vom Kapital, also viel weiter hinten. Dennoch ist das ja immer wieder präsent. Also staatliche Gesetze tauchen hier auf, wenn der 8-Stunden-Tag beschrieben wird und so weiter. Aber es wird noch nicht entwickelt, was Staat ist. Und in diesem Kapitel wird zumindest nochmal das ein Stück weit weiter diskutiert, was er in diesen frühen Schriften diskutiert hat, nämlich die Verdopplung von Gesellschaft in Gesellschaft und Staat. Das taucht hier auch auf. Ja. Der Staat als die gesellschaftliche Gewalt, wo dann mit Staatsgewalt eben die Bevölkerung dort von ihrem Land vertrieben wird und so weiter. Wenn man sich das genauer anguckt, was ja viele Historiker gemacht haben, dann kann man da natürlich noch viel mehr raus, oder könnte man da noch viel mehr diskutieren als das, was der Marx hier macht. Was ist da alles für nötig, ja, damit Leute Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen werden? Das beschreibt der Marx ja auch, dass also erst werden die Männer gezwungen zur Lohnarbeit, dann entdeckt man könnte die Frauen als Konkurrenz gegen die Männer einsetzen, man wird ihnen weniger bezahlt aufgrund anderer Zwangsverhältnisse geschlechtlicher Art. Ja. Dann entdecken sie die Kinder, und den Kindern kann man noch weniger bezahlen, und so werden da ja verschiedene Gruppen an Konkurrenz zueinander ausgespielt. Das alles geht natürlich auch nicht, kommt hier vielleicht auch ein bisschen zu kurz, das geht nicht ohne gesellschaftliche Konflikte vonstatten. Ja. Wenn man sich das anguckt, also der E.P. Thompson, ein Historiker aus England, und viele andere haben sich das ja genauer angeguckt. Was ist denn da passiert im 16., 17., 18. Jahrhundert in England? Ja, da gab es massive Aufstände, es gab Bauernaufstände, es gab im Zuge der englischen Revolution und den ganzen Wirren darum im 17. Jahrhundert, ja, was ich aber das kennt, ich glaube, das wäre auch nochmal wert, sich das genauer anzugucken. So eine Freiheits- und Gleichheitsbewegung, die Leveler,
Ja, es gab die Digger-Bewegung. Habt ihr mal was von den Diggern gehört? Da gibt es irgendwie auch so ein paar Popsongs drüber, über die Digger, die im Jahr 1649 eine, naja, es wird heute so diskutiert als kommunistische Utopie, ja, also die irgendwie jegliche Form von Eigentum abgelehnt haben, die kollektive Landwirtschaft betrieben haben, die ihr Freiheitsverständnis so formuliert haben, dass die Freiheit des einen die Freiheit des anderen ist. Das ist schon ganz nah dran an dem Marx. Die sogar die Gleichheit von Mann und Frau postuliert haben im Jahr 1650. Ja, also das weit, weit, weit vor das irgendwie in der Französischen Revolution ja auch noch nicht wirklich, also bevor das irgendwie mal Thema war. Also es gab dort massive Bewegungen. Natürlich, die haben auch ihre Kolonien gegründet, die sind natürlich niederkartätscht worden und umgebracht worden. Sie haben es erneut versucht. In England gibt es verschiedene Orte, wo sich solche Diggerkolonien gegründet haben. Alles in dieser Zeit. Ja. Also das ist nicht etwas, was irgendwie glatt vonstatten geht, sondern es gibt da massive Aufstände im 17., im 18. Jahrhundert. Was muss sich noch ändern? Es muss sich ändern die Eigentumsvorstellung der Bevölkerungsmassen. Ja? Also woran kann man das festmachen? Am Holzdiebstahl. Wie heißt der Ben Said mit Vornamen? Der hat jetzt ja gerade nochmal, Daniel Ben Said, genau, der hat ja jetzt nochmal diesen Text von dem Marx herausgegeben über den Holzdiebstahl. So eine ganz frühe Schrift von dem Marx, wo er als Gerichtsreporter mehr oder weniger im Rheinland im Gericht saß und verfolgt hat, wie die Adligen, die jetzt plötzlich irgendwie zu modernen Grundeigentümern geworden sind, wie die mit dem Problem des Holzdiebstahls umgegangen sind. Weil sie mit einem Problem konfrontiert waren. Sie haben sich plötzlich als moderne Grundeigentümer verstanden. Aber die Bevölkerung hat das irgendwie so noch nicht auf dem Schirm gehabt, was das jetzt für sie bedeutet. Und sie haben ihr Gewohnheitsrecht wahrgenommen, Holz zu sammeln im Wald. Und dann kam es dann zu Prozessen, wo der Marx dann da diskutiert, wie die irgendwie mit ihren, also quasi ihre altertümlichen Vorstellungen und ihre modernen Vorstellungen am liebsten so kombiniert hätten, dass das meiste für sie rauskommt, des Grundherrn. Und daran diskutiert er, dass sich da was ändert. Ja. Es gibt die berühmte Holzschlacht von Fuchsmühl aus der Oberpfalz, das war im späten 19. Jahrhundert, also 1896, ja, gab es so einen Fall, wo die Bevölkerung eben auch darauf bestanden hat, dass man nach wie vor Sammelholz im Wald holt und der Fuchsmühler Adlige, den es da eben gab, hat sich jetzt als moderner Eigentümer verstanden und plötzlich ging das nicht mehr. Ja. Solche Konflikte gibt es teilweise bis heute. Ja. Also selbst die Bevölkerung von Büdingen in Hessen, da hat sich noch im Jahr nach 2000 war das irgendwie darüber aufgeregt, dass jetzt das Land des Grafen von Büdingen, wir reden über das Jahr 2000 irgendwas, ja, das Land des Grafen von Büdingen jetzt von einer Wiener holzverarbeitenden industriellen Familie gekauft wird und dass jetzt womöglich ihr angestammtes Holzsammelrecht angegriffen wird. Also, solche Konflikte sind manchmal auch noch aus längst vergangenen Zeiten kommen die plötzlich hoch. Da muss sich was ändern. Ja, man könnte das auch, wir haben das immer in Frankfurt an der Uni gemacht, an den Wildereikonflikten. In den Bergen, ja, wenn es ums Wild geht, gemacht, das lasse ich jetzt mal weg. Was muss ich noch ändern? Wie viel ist noch Zeit? Die Arbeitsdisziplin. Das ist eine zentrale Kategorie, nach der E.P. Thompson immer forscht. Ja. Alleine, dass Leute zu einer bestimmten Uhrzeit am Arbeitsplatz erscheinen und dass sie nicht nur bis Donnerstag arbeiten, sondern bis Freitag oder heute vielleicht auch noch bis Samstagnachmittag. Das müssen wir ihnen irgendwie mit Gewalt einprügeln, einimpfen, sie sozialisieren, erziehen und so weiter. Das ist nicht normal für die Leute damals gewesen. Ja, also sich alleine nach einer Uhrzeit zu richten, ist erstmal nicht üblich gewesen. Ja, also man kann ja da auch noch gar nicht richtig zählen eigentlich. Es gab da allenfalls vielleicht die Kirchturmsuhr, da könnte man nochmal diskutieren über welche Funktionen hat denn die Kirche bei diesem ganzen Prozess.
Und die Zeitmessung ist ja, also bevor das irgendwie alles durchkapitalisiert worden, entweder nach Natur einfach gegangen, also Natur, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ja, wie weit ist der Schatten irgendwo, danach hat man sich gerichtet. Man hat, ein Ei gekocht, so lange wie es gedauert hat, ein Ave Maria zu beten. Ja, dann wusste man, jetzt ist das Ei gut. Ja? Das waren Kategorien, wie man Zeit misst, aber nicht so wie wir heute mit Stoppuhr wie wir das auch gewohnt sind. Ja? Die Zeiteinteilung war eine aufgabenbezogen, wie das eben in agrarischen Gesellschaften auch üblich ist. Dann braucht es eben so und so lang, um das und das zu machen. Ja? Das musste sich, oder das ändert sich in dem Moment, wo jemand eben nicht mehr kollektiv arbeitet oder nicht mehr auch in solchen agrarischen Zusammenhängen, sondern wo ich als Angestellter, als lohnabhängig Beschäftigte für einen Arbeitgeber arbeite, der daran interessiert ist, dass ich eine bestimmte Zeit lang arbeite. Ja, da muss sich was ändern bei den Leuten. Ja, da müssen sie zum Beispiel wissen, wann sie morgens aufzustehen haben. Was passiert? Es kommen große, eben die Kirchturmuhren, die Glocken, ja, die Uhrzeit läuten. Die Fabrikuhr, ja, die weit ins Land hinein irgendwie den Gong schlägt, damit die Leute wissen, jetzt müssen wir langsam kommen. Weil das nächste Problem ist, also die Synchronisation von Zeit. Ja. Solange man irgendwie zusammen auf dem Feld arbeitet oder die Leute in Heimarbeit, in Verlagsarbeit irgendwie sagen, sie müssen so und so viel Meter Tuch herstellen, können sie sich immer noch ihre Zeit selbst einteilen. Ja? Es ist egal, ob der Nachbar früher oder später fertig ist. Die Thompson beschreibt das dann auch. Die Leute haben auch nie, wenn sie in so Verlagsarbeit gearbeitet haben, nur dieses eine gemacht, sondern die haben eben montags und dienstags Tuch gewebt und dann sind sie aufs Feld und dann haben sie die Kuh zum Arzt gebracht und dann haben sie was weiß ich was gemacht. Ja, sie haben nicht durchgängig von Montag bis Freitag oder Samstag an diesem einen Arbeitsplatz gesessen. Das ist alles nicht kompatibel mit kapitalistischen Verhältnissen, schon gar nicht mit großer Industrie. Ja, in dem Moment, wo man große Industrie hat, Fabriken, muss man dafür sorgen, dass die Leute morgens um 6 pünktlich alle da sind, weil man sonst gar nicht anfangen kann zu arbeiten, ja, wenn die nicht irgendwie zusammen loslegen. Also solche Sachen, das muss sich alles verändern und das ist ein sehr langwieriger, schwieriger Prozess. Der E.P. Thompson beschreibt, dass zum Beispiel der blaue Montag, ist das noch ein Begriff heute? Wisst ihr noch, was blauer Montag ist? Man macht halt montags blau. Ne? Das kommt irgendwie aus wo die im Mittelalter Farben gemacht haben, das brauchen wir jetzt nicht zu erläutern. Aber der blaue Montag war in England ein weit verbreitetes Phänomen. Man ist montags einfach nicht zur Arbeit erschienen, weil man noch besoffen war vom Sonntag. Ja? So. Das hat sich lange, lange noch durchgehalten. Ja? Das hat sich in englischen Stahlwerken bis ins späte 19. Jahrhundert durchgehalten. Ja? Also das einfach klar war, am Montag ist dicht. Die kommen ja eh nicht. Ja? Das heißt, man hat hier immer einen Prozess, das alles diskutiert der Marx jetzt nicht in dieser Ausführlichkeit, sondern das kann man sozusagen geschult am Kapital als Historiker sich angucken. Man hat hier einen Prozess, also wir haben das immer in unseren Seminaren so diskutiert, man hat einerseits die Obrigkeit, Staat, aber eben auch Kapital. Man hat Gesellschaft und gesellschaftliche Normen, Sitten, Gebräuche und sowas. Und man hat als drittes sozusagen Delinquenten, irgendwie Leute, die sich da nicht dran halten. Ja, so. Und die Frage ist immer, wer gehört zusammen? Ja, also irgendwie muss die Obrigkeit muss eigentlich immer dafür sorgen, dass Gesellschaft und Obrigkeit, so wie in Deutschland, eins sind und der Delinquent irgendwie als Verbrecher und so weiter auch eindeutig erkannt wird und verfolgt wird und so weiter. Und dass die Mehrheit der Gesellschaft das auch akzeptiert, wenn das die Obrigkeit tut. Das ist aber nicht unbedingt immer in Übergangsmomenten ist das nicht unbedingt gegeben. Ja? Das heißt also in England zum Beispiel
mit diesem blauen Montag. Es war einfach, man konnte das den Leuten erst nur mühsam anscheinend im 20. Jahrhundert beibringen, dass sie montags gefälligst zur Arbeit erschienen haben. Man hätte die jetzt gar nicht, man hätte die nicht alle entlassen können. Ja, da hätte man ja gar niemand mehr gehabt, der da arbeitet, sondern da waren offensichtlich gesellschaftliche Vorstellungen stärker als die noch der Obrigkeit. Und das ist irgendwie ein permanenter Prozess, der hier vonstatten gehen muss. Ja, und darüber, finde ich, muss man sich im Klaren sein. Das kann man auch bei dem Marx lernen, dass Kapitalismus und das, was wir alles verinnerlicht haben, ja, dass wir auch länger arbeiten, als wir eigentlich Geld brauchen, ja, oder gut, heute ist das kaum noch der Fall, aber dass das, was gesellschaftlich entstanden ist, was mit Gewalt auch hergestellt worden ist und was wir verinnerlicht haben und wovon es sich auch mühsam ist zu befreien, weil das ja auch kein individueller Tick ist, sondern es ist eben die gesellschaftlichen Zwangsverhältnisse, die dieses Verhalten dann auch so produzieren. Was hat das weiter produziert? Also eines ist klar, natürlich, wo war die Urindustrie am fortschrittlichsten? Im 17. Jahrhundert, natürlich in Großbritannien, da, wo man die Uhren auch gebraucht hat, damit die Leute pünktlich kommen langsam. Also man könnte auch Produktionsgeschichte mal so diskutieren. Wozu hat das noch geführt? Das hat dazu geführt, dass Außenseiter der Gesellschaft, dass man mit denen anders umgegangen ist als im Mittelalter. Der Bettler war im Mittelalter, hat einen ganz anderen Status in der Gesellschaft, als das dann plötzlich der Fall war. Was entstand in dieser Zeit dann auch, im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, es entstanden Arbeitshäuser, Zuchthäuser, Hospitale, das ist fast, geht ineinander über, ist nicht so getrennt wie heute. Kann man ja Foucault lesen, der kann da vielleicht ein bisschen das noch ein bisschen genauer schildern, wenngleich er irgendwie ein anderes geschichtliches Verständnis hat. Also es entstehen da Arbeitshäuser, um die Massen der Bevölkerung, die einerseits von ihrer Subsistenzwirtschaft freigesetzt sind, die aber, das weiß ich warum, nicht lohnarbeiten, vielleicht kriegen sie auch gar keinen Job, um die irgendwie unter Druck zu setzen. Also gibt es sowas wie staatliche Arbeitshäuser. Es entsteht genau in dieser Zeit. Ja. Man hat in dieser Zeit allerdings auch, wenn man sich das jetzt in diesen deutschen Landen anguckt, eine riesige Menge an Leuten, die völlig freigesetzt sind. Ja. Einerseits frei von ihren Subsistenzverhältnissen und Abhängigkeitssklaven und sonstigen Verhältnissen, aber andererseits, weil es noch gar nicht so viel Industrie und sowas gibt, auch keine Lohnarbeit gefunden haben. Das heißt, was ist das Phänomen, was sich dann herausbildet? Das haben wir auch mal in Seminaren mal gründlicher uns angeguckt. Gigantisch große Räuberbanden. 30% der Bevölkerung so im 17., 18. Jahrhundert leben quasi außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Stadttore, außerhalb der Gesellschaft, können nicht teilhaben an den normalen gesellschaftlichen Regularien. Haben aber auch kein Land oder irgendwie sowas. Ja. Es entwickelt sich die Geschichte von, also diese großen Räuberbanden, die dann in Frankreich, in den Niederlanden und so weiter Stoff für Märchen geworden sind und sowas. Das muss irgendwie staatlich bearbeitet werden, staatlich irgendwie eingeschränkt werden. Das alles muss irgendwie geschehen und das braucht Jahrhunderte, dass es irgendwie zu so einer Gesellschaft kam, wie jetzt zu der deutschen, wo das ja irgendwie relativ gut gelungen ist, die Arbeitsdisziplin und alle anderen auch, die Hörigkeit, die Obrigkeit und so weiter. Ja. Das ist in anderen Gesellschaften vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Südeuropa guckt, glaube ich, gibt es da Unterschiede dazu, wie sehr die Massen der Gesellschaft all diese Normen verinnerlicht haben. Das könnte man sich historisch nochmal angucken. Worauf ich raus will, ist, dass das alles nichts Statisches ist. Ja, also das kann man mit dem Marx auch diskutieren. Die Akkumulationsverhältnisse sind da permanent auch in Bewegung und es braucht permanent sozusagen die erneute Herstellung auch der Zustimmung.
der Bevölkerung. Ja, wahrscheinlich erleben wir gerade auch so einen Umbruch, würde ich mal sagen, jetzt langfristig gesehen, wo sich das irgendwie neu nochmal herauskristallisiert. Hier gibt es so einen historischen Text, der beschreibt es so. Als institutionalisierter Bestandteil dieses umfassenden Disziplinierungsprozesses trägt auch die reformierte Armenpflege zu der Produktion des neuen Sozialcharakters bei. Die Zwangsvergesellschaftung des Lohnarbeiters, das heißt die Zurichtung der Arbeitskraft nicht nur für den einzelnen Betrieb, sondern für die neue Produktionsform der sich verallgemeinernden Lohnarbeit, ist der materielle Kern aller Erziehungsprogramme, die die Zucht- und Arbeitshäuser in Europa seit dem Bridewell in London kennzeichnen. In diesen Schulen der Arbeit sollten die Insassen zu den Tugenden erzogen werden, die das heraufziehende bürgerliche Zeitalter erheischt. Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Fleiß, Leistungsgewinn, Streben, Arbeitsdisziplin. Ja. Es gibt im 17., 18. Jahrhundert eine säkulare, mit zahllosen Beispielen für alle Länder Europas dokumentierte Klage über die Faulheit, Genusssucht und Renitenz der Arbeitskräfte. Klagenden stimmen darin überein, dass der Arbeiter nur im äußersten Notfall sich zur Arbeit bequeme und gerade nur immer so viel arbeite, als er für den notwendigsten Unterhalt brauche. Also die Klage ist, die arbeiten nur von Montags bis Donnerstag oder vielleicht von Dienstag bis Donnerstag und dann haben sie genug Geld zum Leben und dann kommen sie freitags nicht mehr. Ja? Auch das muss ihnen ausgetrieben werden. Eine kapitalistische Produktion, das zeigt der Marx ja vorher, unbedingt notwendig eine kontinuierliche sein muss. Das kann man sich als Kapitalist nicht erlauben, eigentlich einen Tag nicht zu produzieren oder sowas. Ja. Also alles sowas muss verändert werden. Das könnte man sich alles historisch angucken. Da kann man viel auch lernen, wenn man sich sowas anguckt über Veränderungen auch von aktuellen Gesellschaften. Wenn man jetzt zurückgeht zum Kapital, dann würde ich hier nochmal auf dieses Ende eben eingehen, dieses Kapitels. Also er beschreibt ja da ein bisschen, macht das nochmal an anderen Sachen fest, da gehe ich jetzt hier mal, und macht dann am Ende ja diesen Ausblick, die geschichtliche Tendenz. Und das ist dieses viel umstrittene Kapitel, über das wir dann vielleicht diskutieren könnten, ja, sagt die viel zitierte Stelle lautet, die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt, die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt, die Expropriateurs werden expropriiert, also die Ausbeuter werden selbst ausgebeutet. Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Das ist Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Was heißt das? Ist das hier die Voraussage, dass der Kapitalismus sich abschafft? Und zwar, so wie es könnte man ja hier rauslesen, eigentlich ohne soziale Auseinandersetzung, ja, weil das Kapital ja mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses erzeugt sie ihre eigene Negation. Könnte man sich jetzt zurücklehnen und sagen, na dann warten wir halt, bis es soweit ist. Ist das so gemeint? Oder ist da erstmal nur sozusagen eine Wenn-Dann-Beziehung gemeint oder die sagt, wenn die kapitalistische Produktion sich überhaupt nochmal ändert in einem emanzipatorischen Sinn und nicht sich permanent über ihre permanenten Revolutionen immer nur wieder selbst herstellt als Kapital, dann kann es nur auf diesem Weg sein, als Negation der Negation und als Negation des Privateigentums.
dann wäre das sozusagen nicht ganz so eine geschichtsphilosophische Aussage wie in dieser ersten Lesart. Ich würde zu dieser letzten neigen. Die Frage ist ja auch, inwiefern er nicht, also hier, das ist eigentlich auch ein Zitat von Jacques Roux, französischen Revolutionär. Ja, die Expropriateurs werden expropriiert. Also er spielt ja auch mit einem Zitat von jemand, was er nicht kenntlich macht. Ja, würde heute wahrscheinlich seinen Doktortitel gleich aberkannt bekommen. Also wie ist die Stelle zu lesen? Ich würde es gerne zur Diskussion stellen, weil ich mir immer wieder unsicher bin. Ich denke, es kommen da vorher Stellen, wo er sagt, und da geht bestimmt sein Revolutionsoptimismus mit ihm durch, kann man nicht anders sagen. Da sagt er, also erstens beschreibt er, wie der Kapitalismus schon Verhältnisse erzeugt, die sozusagen schon mit einem Schritt über sich selbst hinausweisen. Ja, also es gibt kooperative Formen des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewusste technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, ich glaube, es ist eher affirmativ gemeint, also im Sinne von planmäßig, ja, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel kombinierter gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes. Das sind alles, denke ich, Momente, wo er sagen würde, das sind schon Minen, ohne die die Sprengversuche Don Quixoterie wären. Also das sind Momente, an die es anzuknüpfen gelte. Ja. Und dann kommen sie eben so mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends. Ist das so? Des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten, organisierten Arbeiterklasse. Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Also ist das so eingetreten, wie er das da erhofft hat? Wäre ich irgendwie sehr skeptisch, würde ihm das nicht vorwerfen, aber denke, also das sind eher so also optimistische Hoffnungen, die so erstmal nicht sind. Und danach kommt dann diese Passage eben mit der Negation. Das wäre das eine, über das man diskutieren kann. Damit endet dieses Kapitel und dann kommt nur noch was über moderne Kolonisationstheorie und dann fängt der Band 2 an, das Kapital. Das andere wäre die Frage, was für einen Stellenwert hat dieses Kapitel der ursprünglichen Akkumulation für heutige Verhältnisse? Kann man, wie das anscheinend der Klaus Dörre zum Beispiel macht, sagen, das findet heute auch noch statt, auch in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Wenn heute Krankenhäuser in kapitalistische Fabriken umgewandelt werden, ist das ein Prozess der ursprünglichen Akkumulation. Ist das sinnvoll vor dem Hintergrund dieser Kategorien? Ich würde sagen, nein. Das ist allenfalls sowas wie reelle Subsumption, aber da wird, diese Leute sind alle schon Lohnarbeiter, da wird niemand irgendwie seine Subsistenzmöglichkeiten beraubt und in die Lohnarbeit gezwungen, die sind alle schon Lohnarbeiter, sondern es wird der Prozess der Produktion, wenn man das mal so für ein Krankenhaus sagen kann, wird dem kapitalistischen Zweck unterworfen. Das ist aber, würde ich sagen, da kann man nicht von ursprünglicher Akkumulation reden. Die Frage ist, kann man das vielleicht in Bezug auf, sagen wir mal, chinesische Landarbeiter, die irgendwie von Subsistenz leben, jetzt über Landgrabbing und gewaltsame Prozesse auch, diese in deutschen Krankenhäusern, das ist auch nicht in dieser Form ein gewaltsamer, unmittelbar gewaltverbundener Prozess. Das ist ja in anderen Teilen der Erde schon noch anders. Die werden ihres Landes beraubt, die werden irgendwie in Lohnarbeit gezwungen in die Großstädte zu gehen und dann da irgendwie zu arbeiten. Kann man das darauf anwenden? Ich wäre auch vorsichtig, das zu tun, weil ich denke, dass hier konstituiert sich kein Kapitalverhältnis, sondern das alles findet statt schon vor dem Hintergrund entwickelter Kapitalverhältnisse. Dennoch hat das Momente von dem, was wir hier in der ursprünglichen Akkumulation beschrieben sehen. Ja.
Aber das insgesamt, glaube ich, wäre auch kategorial nicht richtig, das als ursprüngliche Akkumulation zu beschreiben. Ich weiß auch gar nicht, was man damit dann bezwecken wollte. Also will man damit die Gewaltsamkeit des Prozesses nochmal deutlich machen? Da würde ich sagen, das muss man ja gar nicht so voneinander abgrenzen. Es ist ja nicht so, dass der kapitalistische Normalakkumulation ohne Gewalt vonstatten geht. Der Marx beschreibt hier diese ursprüngliche Akkumulation so, dass hier Gewalt eine zentrale Rolle spielt und dass sie später nur noch, später ist es eher der stumme Zwang der Verhältnisse. Aber das heißt nicht, dass Gewalt da nicht auch noch präsent ist und ab und zu auch nochmal ausgeübt wird, nicht nur von dem Monopolisten der Gewalt, nämlich dem Staat, sondern durchaus auch von Kapitalseite. Aber es ist nicht mehr das prägende Moment davon. Aber das, glaube ich, muss man auch nicht in der Weise dann so strikt abgrenzen. Also das ist hier nicht so angelegt, dass man eine Vorgeschichte hat, ja, die ursprüngliche Akkumulation, und jetzt hat man normale kapitalistische Akkumulationsverhältnisse und wie wäre denn dann der Übergang in eine andere Gesellschaft zu denken? Ja? Ist das dann auch der Schnitt und dann ist es das ganz andere? Was ist dann mit diesen Motiven von den Minen, die jetzt schon in der Gesellschaft aufscheinen, angelegt sein müssen, weil sonst alle Sprengversuche dort Geschotterie sind? Also wie werden da historische Prozesse gedacht? Ja, nicht als in dieser Weise so abzugrenzen. Insofern müsste man es wahrscheinlich so beschreiben, dass das zwar Momente davon hat, aber ich wüsste im Moment keinen Fall, wo mir das wirklich ganz sinnvoll erschiene, das tatsächlich als Parallele zu sehen zu den Formen von ursprünglicher Akkumulation, im Zuge derer eben Lohnarbeit und Kapital entstanden ist. Das ist noch heute irgendwo zu sehen. Und denn heute findet das auch alles vor dem Hintergrund schon entwickelter Kapitalverhältnisse statt. Und es werden Menschen, auch in größeren Massen, jetzt in Lohnarbeit gezwungen, aber schon von existierenden Kapitalverhältnissen. Insofern würde ich eher dazu neigen, aber das kann man, glaube ich, diskutieren, das auch als Prozesse der reellen Subsumption zu beschreiben, die aber trotzdem Momente haben von ursprünglicher Akkumulation. Vielleicht winde ich mich jetzt auch irgendwie raus und mache es nicht eindeutig. Also das würde ich einfach zur Diskussion stellen. Ja, wie kann man kategorial, wie kann man mit diesen Kategorien heutige historische Prozesse angehen? Zumal es eine Stelle gibt, auf die man sich natürlich immer gerne beziehen könnte, am Anfang, wo er sagt, die Expropriation des ländlichen Produzenten, des Bauern von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses. Ihre Geschichte nimmt in verschiedenen Ländern verschiedene Färbung an und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedener Reihenfolge. Ja, also wieder, das hier ist nicht der Schlüssel zur Geschichte und das muss notwendig überall so laufen. Und das hat jetzt der Engels hinzugefügt, und in verschiedenen Geschichtsepochen. Also wäre ja wieder so ein Indiz dafür zu sagen, ich habe das jetzt für England untersucht, nur in England, das wir hier als Beispiel nehmen, besitzt ist die klassische Form, sagt er. Ja, jetzt könnte jemand hergehen und sagen, aber wenn er dann sagt, es kann in unterschiedlichen Geschichtsepochen stattfinden, dann könnte das auch heute prinzipiell noch stattfinden. Dann würde ich ja sagen, dass das seinerzeit waren die Verhältnisse in Russland noch andere als die in Großbritannien. Ja, und vielleicht hätte das da auch noch seinerzeit stattfinden können. Aber heutzutage noch von Prozessen ursprünglicher Akkumulation irgendwo zu erheben, glaube, dass das nicht mehr möglich ist. Das stelle ich zur Diskussion. Gut, wie lange ist es dann? Gut.